Ob Broschüre, Poster oder Zeitschrift. Druckprodukte begegnen uns im Alltag ständig. Doch wie werden sie eigentlich produziert? Wir haben eine Trierer Druckerei besucht, um der Sache auf den Grund zu gehen. Mein Opa hat damals angefangen, mein Vater hat es fortgeführt, hat hier auch neu gebaut im Industriegebiet damals und ich bin seit 5 Jahren am Ruder von dem kleinen Familienunternehmen. Wir haben knappe 10 Mitarbeiter insgesamt. Die Berufe bestrecken sich auf den kaufmännischen Bereich, Mediengestalter für Print- und Digitaldruckmedien. Dann haben wir den klassischen Offsetdrucker und den Buchbinder, der mittlerweile auch für den Versand und die Logistik zuständig ist. Also wir unterscheiden im Druckgewerbe unterscheiden wir unter Digitaldruck und der Offsetdruck. Hier haben wir eine Digitaldruckmaschine in höchster Qualität. Wenn ihr mal da reingucken könnt. Hier haben wir unsere Druckplatte im Zentrum der Maschine und die wird mit einem Laser bebildert. Und damit, deshalb haben wir hier die Chance, jede Seite sieht anders aus, jede Seite ist personalisiert. Und der krasse Gegensatz dazu, das ist eine Druckplatte, das ist der klassische Offsetdruck. Diese Druckplatte ist statisch, das heißt, ich muss für jeden Auftrag eine Platte herstellen. Diese Platte geht dann in die Druckmaschine. Das bedeutet, dass jeder Bogen, jeder Druck nachher gleich ist. Ich habe im Offsetdruck, die Nachteile sind höhere Grundkosten, aber natürlich bei höheren Auflagen ist er unersetzlich, weil es halt kostenmäßig besser ist als der Digitaldruck. Da habe ich halt den Vorteil, ich kann personalisieren, ich bin flexibler und schneller, aber bei hohen Auflagen ist er wieder zu teuer, dann muss ich halt so wechseln. Es gibt auch sogenannte Hybrid-Versionen, dass ich den Deckel personalisiert im Digitaldruck mache und das innen in einer hohen Auflage dann im Offsetdruck mache. Das sind so die beiden großen Unterschiede. Nachdem die Druckplatte für den Offsetdruck hergestellt wurde, wird sie in die Druckmaschine eingegeben. Über eine Gummiwalze wird dann die Farbe aufs Papier gedruckt. Das gewünschte Papier wird von der Druckmaschine präzise eingezogen und läuft auf Rollen durch die große Maschine. Von oben werden die 4 Grundfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz eingeführt, aus denen alle weiteren Farben gemischt werden. Über verschiedene Walzen und die Druckplatte werden sie dann auf das Papier gedruckt. Am Ende entsteht so das fertige Druckprodukt. Dabei hat sich in den letzten Jahren in der Anwendung verschiedener Druckverfahren viel verändert. Es ist alles sehr viel automatisiert worden. Die Technik hat einen sehr, sehr großen Stellenwert bekommen. Das heißt, früher haben in diesem Raum hier ungefähr 6 bis 7 Mitarbeiter Platz gehabt. Und das übernimmt mittlerweile heute alles die modernste Technik von PDF, PDF-Workflow bis hin zur Computer-to-Plate oder halt jetzt halt der Digitaldruck, der halt dann viele Arbeitsplätze dann auch überflüssig gemacht hat. Die digitalen Medien haben mittlerweile zwar einen großen Stellenwert eingenommen, jedoch weiß die Druckerbranche damit umzugehen und hat eine Brücke zwischen gedruckten und digitalen Medien erschaffen. Wir arbeiten jetzt schon mit QR-Codes, das heißt eine Verbindung des Druckprojekts. Wir drucken für Kunden personalisierte QR-Codes auf die Flyer drauf, also ein klassisches Printmedium. Der Kunde kann mit seinem Smartphone diesen QR-Code auslesen und mit einer gewissen App dann weiterführende Inhalte abrufen. Und wir als Dienstleister haben dann die direkte Kontrolle, wann der Kunde mit welchem Smartphone wo welche Dienstleistung abgerufen hat. Das nennen wir so gesehen Hybrid-Werbung. Das heißt also, wir nehmen den klassischen Flyer, damit bewerben wir das Projekt oder das Produkt und der Kunde hat aber dann vielfältige Möglichkeiten, die dann in den neuen Medien jetzt zu finden sind. Aber wenn Sie sehen, wie viele Werbung in der Post ist, das Gedruckte bleibt länger im Kopf.